Als Präsidentin des Beirats von Schutzfaktor M habe ich schnell gesehen, wie viele Leute sich hier gegen die Selbstbestimmungsinitiative engagieren. Das sind die Richter, das sind Leute aus der Zivilgesellschaft, das sind Politiker, das sind Wirtschaftsleute. Mittlerweile sind es über 120 Organisationen, die sich hier zusammengetan haben und die gemeinsam der Initiative den Kampf angesagt haben. Die Initiative schadet am Erfolgsmodell Schweiz, denn sie bringt uns eine riesige Unsicherheit und vor allem Juristenfutter mit uns. Darum ganz wichtig, stimmen am 25. November Nein zur Selbstbestimmungsinitiative.